Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 2. So, er hat es im letzten Mal wahrscheinlich auch irgendwie überlebt. Also zumindest stand es hier noch am Leben. Das ist auch der Marty, ich habe gerade nochmal geguckt. Ist einfach mal zu ihm hingerannt und hier gäbe es noch einen Diamanten. Oder Koffer mit Diamanten. Und da hat mich halt DB gestellt, um zu gucken, dass er halt dann, wenn möglich, nicht unbedingt drauf geht. So, du wärst da hinten irgendwo. In dem Haus, okay. Müssen wir halt irgendwie hochkommen. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Springen da oben drauf und kommen dann hier an den Koffer. Schön. Dann geht mal ein Munitionsding hier. Wo ist denn hier der nächste? Ich glaube, hier wird es sich tatsächlich lohnen mit einer Busreise, oder? Ja, und sogar der da hinten sollte es sein. Ich glaube, da sind wir dann auch relativ fix mit dem Wagen auf jeden Fall. Der ist ja schön schnell. So, freue mich. Ist ja doch ganz erfolgreich bisher. Man weiß, wie gehen die Leute auch nicht mehr so schnell drauf. Dann passt das ja alles. Da ist auf dem Weg, die könnte ich ja auch gerade nochmal hier bei der Waffenfabrik vorbeischauen. Was die noch so hat. Noch ein paar Verbesserungen für meine aktuellen Waffen dann holen. Dann geht es weiter mit der nächsten Mission. Mal gucken, was wir dann noch alles zerlegen müssen oder eben nicht. Naja, meistens müssen wir was zerlegen. Die Waffen austauschen könnte ich dann auch mal. So, guten Tag. Wie sieht's denn aus? Genug Scharfschützengewehr könnte man mittlerweile auch holen. Das könnte man halt auch holen. Da wäre das ganze Geld weg. Sonst so Schallgedämpftes gibt es gar nicht großartig, ne? Desert Eagle wäre halt noch cool, aber die ist halt leider laut. Das Pfeilgewehr wird nicht so durchschlagskräftig sein. Dann hätte ich gern die Präzisionsverbesserung. Und Verlässlichkeit habe ich ja, glaube ich, schon bei der, genau. Ja, komm. Kostet jetzt ja auch nicht die Welt. Ist zwar nur Zweitwaffe, aber hey. So, die Reparaturdinger, die lasse ich, glaube ich. Da sehe ich jetzt keinen allzu großen Mehrwert drin. So, und da haben wir dann alles gekauft. Was verfügbar ist. Ich hätte halt noch 29 Diamanten. Na komm. Hauen wir alles raus. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Gut, dann hätte ich jetzt gerne noch die neue Waffe.
Dann, ich glaube, ich speichere vor dem Busdepot ab. Das scheint mir die letzte Zeit gerne mal abzuschmieren. Wenn ich halt wechsle. So, Munition bis zum Abwinken. Sehr gut. Ich hätte halt ehrlich gesagt lieber ein Scharfschützengewehr statt der Explosivwaffen dann. Beziehungsweise generell mal eher was, wo ich dann... Jetzt hör auf hier mein Ding anzurammen. Also das Auto. Wo ich dann bisschen Auswahl habe. Die drei Waffen sind halt nicht unbedingt viel. Gespeichert habe ich ja gerade. Dann fahren wir mal zurück in die Stadt. Wir machen halt noch weiter UFL-Missionen. Wahrscheinlich dann bis 75% oder so. Das heißt, es dürfen jetzt noch 4% pro Mission. Ach nee, Quatsch. Hier, stimmt. Bevor ich das jetzt wieder verpeile. Ich brauche ja Malaria-Pillen. Dann machen wir jetzt Malaria-Missionen erstmal. Das noch ein Stückchen weiter. Sieht auch immer so kirchenmäßig aus hier. So. Na, ist ja relativ egal. Fahren wir dahin. So, dann... Wo ging's rein? Da. Ihr habt da nicht aufgeräumt, okay. Sie werden bald Medikamente brauchen. Leider hat die Klinik keine mehr. Ein Kilometer östlich von Porzellao gibt's einen Telefonkartenladen. Sehen Sie auf Ihre Karte. Sie haben dort einen Partner, der Ihnen helfen wird, wenn Sie auch etwas für uns tun. Ich habe Transitpapiere, die er braucht. Bringen Sie die ihm, dann hilft er Ihnen mit der Medizin. Alles klar. Sie tun das Richtige, aber vorsichtig. Viele üble Kerle. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Das kriegen wir mittlerweile mit. So, aus dem Weg bitte. Wie weit ist denn das? Und lohnt sich zum Bahnhof zu fahren? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen geändert. So im ersten Teil war das alles dann auch mehr oder weniger nah an so einem Bahnhof dran. Hier jetzt ist es immer mitten auf der Karte. Nee, es gibt nicht weniger Bahnhöfe. Dachte ich jetzt zwar erst, aber ich glaube beim anderen waren es auch 5. Jeder Ecke ein und in der Mitte. Macht ja eigentlich auch Sinn. So, da fahren wir jetzt bei den Eisenbahnschienen da hinten gleich rechts. Oh, wir haben ja einen Geländewagen. Fahren wir mal durchs Gelände. Oh ne, ich muss hier noch ein bisschen rüber. Oh, da
tatsächlich hier rüber. Okay. Ah, hier wären auch noch irgendwo Diamanten. Im Moment habe ich aber auch, glaube ich, nichts, was ich mir noch großartig kaufen würde. Vielleicht noch eins von den Scharfschützengewehren später. Oder das mache ich dann vielleicht so nach 2, 3 Aufträgen, wenn ich nochmal Diamanten habe. Ja, ja, ist in Ordnung. Macht mal keinen Stress hier, Kinas. Da wird schon geballert, okay. So, wollen wir euch mal schnell weg. Geht erstaunlich schnell gerade. Also auch erfreulich schnell. Und dann schauen wir doch hier mal rein. Sie haben sie gestoppt. Sie bringen die Pässe. Gute Neuigkeiten. Gehen Sie zu der Familie nach hinten. Die werden sich freuen. Ja, kommen Sie. Ich wusste, Sie retten uns. Wir haben die Pillen. Haben Sie die Papiere? Klar. Es gibt in diesem Land noch gute Menschen. Danke. Ja, passt schon. Würde ich sagen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, ja. Schon okay. So, dann fahren wir gerade nochmal zurück und holen noch mehr Aufträge an. Oder nehmen noch mehr Aufträge an. So. Holen noch ein paar mehr Aufträge ran. Okay. Ist der einfach gerade so gestorben? Ihr macht Sachen. Platz da hinten. Ich glaube, hier ging es hier rüber. Ja. Genau. Klappe. Ich muss hier nur mal kurz durch. Gleich wieder zurück zur Stadt und dann haben wir das auch erledigt. Wir können direkt wieder den nächsten Auftrag annehmen. So, ja, wie gesagt, das mit den Diamanten suchen lasse ich gerade mal so ein bisschen außen vor. Angekommen. Genau, ihr seid auch gerade da, ihr UFL-Leute. Okidoki. Hier herrscht Waffenstillstand, halt dich dran. Naja. Halt. Ich brauche Ihre Waffen, Mann. Dann bauen sie bei dir die Klamotten erstmal noch auf, ne? So wie es aussieht. Wie haben Sie das Zeug bloß gefunden? Spielt keine Rolle, trinken Sie. Aber so eine Flasche sieht man nicht jeden Tag. Zu Ihrem Glück haben sich alle meine Freunde verpisst, also kann ich sie nur noch mit Leuten wie Ihnen teilen. Boah, Sie sind ständig wütend. Es hört nie auf. Das mag ich so an Ihnen. Ach, vielleicht echt der Bruder von Jason. Der war ja auch ständig wütend.
Die Situation ist ernst. Wir müssen die Kämpfe unter Kontrolle kriegen. Ich möchte was Geschäftliches mit ihm besprechen. Wie wär's mit ein bisschen Arbeit? Unser kleines Paradies ist in Gefahr. Ein Einheimischer macht uns einen Haufen Ärger. Seth Unia ist Dozent, bringt der APR bei, selbstgebaute Bomben einzusetzen. Gefährliches Wissen. Die APR unterstützt das Schwein. Er nutzt einen Raum drüben im Polytechnikum. Wir haben Unia schon gesagt, er soll gehen. Erklären Sie es ihm nochmal richtig. Bam! Die UFLL zahlt immer sehr gut. Das hoffe ich doch. Dafür bin ich doch da. Hier die Steine. Töten Sie Unia im Polytechnikum. Fertig. 130. Oh, und das ist dann die Flasche. Klar. Das kriegen wir doch hin. So. Speichern wir nochmal schnell. Dann geht's mal ab. Okay. Können wir ganz gerne machen. So, dann fahren wir mal darüber. Hier lohnt sich halt wieder keine Busreise. So weit ist es diesmal. Das ist ja ganz angenehm. Das ist ja gar nicht so verkehrt. So, fahren wir hier rüber. Dann ganz nonchalant links abbiegen. Hey, mein Auto. Das arme Ding. Aber ich werde doch verfolgt, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Yep. Na gut, dann haben wir direkt einen neuen Wagen. Eine Safe House ist ja hier wohl auch irgendwo. Da. Schön. Dann hören wir uns hier auch nochmal an, was du zu sagen hast. Zum Ende der Folge. Was ist, Mann? Oh, da ist es. Wusstest du, dass die APR Hilfsgüter klaut? Die haben einen Piloten geschmiert. Der wirft das Zeug da ab, wo der Polytech-Lehrer will. Das ist echt das Letzte. Du musst für mich zur Grenze. Finde die Telefonstation. Klau da die Heftmappe. Da sind die Positionen aller Handymasten drin. Der Pilot nutzt die Masten als Wegweiser und folgt einfach den Anweisungen der APR. Bring die Heftmappe ins Polytechnikum. Der Ausbilder soll dem Piloten neue Anweisungen geben. Dann leg das Arschloch um. Ich hol mir die Lieferung und wir teilen die Beute. Okay. Geh zum Telekom-Büro an der Grenze. Hol die Heftmappe. Ich bin aber gar nicht bei der Telekom. Okay, dann müssen wir ganz schön ein Stückchen raus noch. Okay. Ich weiß gar nicht, da wird sich sogar fast lohnen, nochmal zurück und mit dem... Ach nee, komm, wir fahren das jetzt. Beziehungsweise nicht jetzt, sondern jetzt ein Stück und in der nächsten Folge dann den Rest. Ich meine gar nicht, also ich weiß nicht, so wirklich geholfen haben mir die Leute müssen ja mittlerweile aber auch nicht mehr. Das mit dem Wiederbeleben, das hat halt einmal am Anfang funktioniert.
Und dann war es das halt. Naja, ballert ihr mal. Ich fahre dann einfach mal weg. Und beende die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. So, wo bist du? Wo bist du da? Teilweise haltet ihr doch so erstaunlich viel Kopfschüsse aus, meine Lieben, ne? So, dann jetzt aber danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.